Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo. Ich möchte mit dir gemeinsam in diesem Video mehrere Ziele erreichen. Dazu gehört, ich möchte dir den Additionssatz, die zweite Pfadregel, zeigen. Die zweite Pfadregel, oder der Additionssatz, wie auch genannt wird, beschäftigt sich damit, wenn für ein Ereignis mehrere Pfade günstig sind. Wir wollen dann die Wahrscheinlichkeit berechnen. Dazu schauen wir uns natürlich auch ein Beispiel an und rechnen tatsächlich die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis aus. Außerdem möchte ich klar veranschaulichen den Unterschied zwischen Additions- und Multiplikationssatz. Wann muss ich welchen Satz anwenden? Ich brauche dazu auch ein bisschen Vorwissen. Du solltest dich im Baumdiagramm mittlerweile gut zurechtfinden. Du solltest außerdem den Multiplikationssatz beherrschen. Der Multiplikationssatz besagt uns, dass entlang eines Pfades die Wahrscheinlichkeiten multipliziert werden. Du solltest außerdem mit den Grundrechnungsarten bei Brüchen vertraut sein. Dazu zählt die Multiplikation, die Addition. Außerdem solltest du Brüche kürzen können und zwischen den Darstellungsformen, nämlich der Bruchzahl, der Dezimalzahl und der Prozentzahl, hin und her rechnen können. Ich möchte diese Ziele anhand eines Beispiels erarbeiten. Besser gesagt, du sollst dieses Beispiel erarbeiten. Und dazu die Aufgabenstellung. Und zwar, in einer Urne befinden sich zwei graue Kugeln und drei weiße Kugeln. Du ziehst blind zwei Kugeln ohne zurücklegen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden gezogenen Kugeln verschiedene Farben haben? Das ist jetzt ein Beispiel, mit dem haben wir uns bisher noch nicht beschäftigt. Allerdings habe ich ein paar Tipps für dich vorbereitet, wie du trotzdem zumindest den Ansatz dieses Beispiels aufschreiben kannst. Orientiere dich dabei an folgenden Tipps. Der erste Tipp: Erstelle ein Baumdiagramm. Zeichne dir das Zufallsexperiment anhand eines Baumdiagramms auf. Der zweite Tipp: Überlege dir, welche Möglichkeiten gibt es, dass beide Kugeln verschiedener Farbe sind? Und wenn du dir das überlegt hast, dann markiere das auch in deinem Baumdiagramm. Der dritte Tipp: Der Multiplikationssatz sollte beherrscht werden. Und der vierte Tipp: Weißt du noch, wie das Video heißt? Ach ja, vergiss nicht, ich habe natürlich hinter diesem Beispiel einen Sinn gesetzt. Nämlich, du sollst dir den Additionssatz selbstständig erarbeiten. Probier dein Bestes und erledige folgenden Arbeitsauftrag. Berechne die gesuchte Wahrscheinlichkeit. Überlege dir, wie können wir mit Ereignissen umgehen, die durch mehrere Pfade begünstigt werden. Wenn du zu Beginn des Videos etwas aufgepasst hast, dann solltest du zumindest eine Idee haben. Beziehungsweise Tipp Nummer 4 sollte dir auch eine Idee geben. Probiere es selbst, führe die einzelnen Schritte durch und nimm dir die Zeit, die du brauchst. Halte dazu das Video an und wenn du fertig bist, kannst du es gemeinsam mit mir vergleichen. Ich hoffe, du bist nun mit deiner Lösung fertig und wir können gemeinsam vergleichen. Dazu möchte ich das Beispiel vom Arbeitsblatt heranziehen. Das Baumdiagramm ist an diesem Arbeitsblatt bereits aufgezeichnet. Ich möchte schnell die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Pfade eintragen. Dazu gehört, die graue Kugel hat eine Wahrscheinlichkeit von 2/5. Da 5 Kugeln in der Urne sind und 2 davon grau, im Vergleich dazu 3/5 für die weiße Kugel. Wenn die erste Kugel eine graue war, dann ist nur mal eine graue in der Urne, somit 1/4 Wahrscheinlichkeit und 3/4 für die 3 weißen. Wenn die erste Kugel eine weiße Kugel war, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine graue 2/4 und die Wahrscheinlichkeit für eine weiße ebenfalls 2/4. So, das Baumdiagramm sollte kein Problem sein. Beschäftigen wir uns nun mit der zweiten Pfadregel oder wie auch genannt wird, der Additionssatz. Er besagt, die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses ist gleich der Summe der Wahrscheinlichkeiten der für dieses Ereignis günstigen Pfade. Das heißt jetzt, wenn für ein Ereignis mehrere Pfade günstig sind,
Dann wenden wir zuerst den Multiplikationssatz an, um die einzelnen Pfade zu berechnen und die Wahrscheinlichkeit für die einzelnen Pfade zu berechnen. Und anschließend den Additionssatz. Wir zählen also diese Wahrscheinlichkeiten zusammen. Wir addieren sie. Schauen wir uns das anhand des Beispiels an. Die beiden Pfade, die für unser Beispiel günstig sind, wäre zuerst eine graue, danach eine weiße oder zuerst weiß und dann grau. Somit haben die beiden Kugeln unterschiedliche Farben. Gut, für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit verwenden wir jetzt den Multiplikationssatz und den Additionssatz. Der Multiplikationssatz, zur Erinnerung, besagt, dass die Wahrscheinlichkeiten entlang des Pfades multipliziert werden. Das heißt, wenn wir den orangenen Pfad berechnen wollen, dann müssen wir 2 Fünftel mit 3 Viertel multiplizieren. Der Additionssatz besagt uns nun, da wir mehrere günstige Pfade haben, dass der nächste Pfad dazu addiert wird. Der nächste Pfad ist der blaue Pfad. Er liefert uns eine Wahrscheinlichkeit von 3 Fünftel multipliziert mit 2 Viertel laut Multiplikationssatz. Die Bruchrechnung sagt nun, dass wir diese Brüche zusammen addieren können. Zuerst müssen wir multiplizieren. 2 mal 3 ist 6 dividiert durch 20, also 6 Zwanzigstel plus 3 mal 2 ist 6 durch 5 mal 4 ist 20. Zusammengezählt liefert das 12 Zwanzigstel. Das kann man kürzen auf 6 Zehntel bzw. 3 Fünftel. Umgeschriebene Dezimalzahl sind es 0,6 und das entspricht 60%. So, und das war schon die Anwendung des Additionssatzes und des Multiplikationssatzes in einem Beispiel. Der Anwendungsbereich sollte nun auch klar sein. Ich möchte mit dir noch gemeinsam die Lernziele zusammenfassen. Was haben wir heute erreicht? Wir haben den Additionssatz kennengelernt. Er ist auch bekannt als zweite Pfadregel und wird dann verwendet, wenn für ein Ereignis mehrere Pfade günstig sind. Wir haben das Ganze anhand eines Beispiels angewendet und die Wahrscheinlichkeit für ein Ereignis berechnet. Außerdem haben wir die Anwendungsbereiche der einzelnen Sätze klar abgetrennt und wissen nun, wie wir sie anwenden müssen und vor allem, wann wir sie anwenden müssen. Ich wünsche dir noch gutes Gelingen und viel Spaß im weiteren Lernzyklus.